Hallo, nimmst du bitte deine Waffe? Ja, ich, mein Typ. Warte mal, guck mal. Ah, pass auf. Da hat ehrlich zweimal daneben geschossen. Es passiert bei dem Spiel immer schnell, weil wenn du anfängst hektischer zu reagieren, ruckelt's irgendwie immer noch mal kurz. Habe eigentlich genau geaimt auf seinen Kopf. Mir Ja. dachte, vielleicht dann stirbt der One-Shot, aber nein. Erstmal zweimal daneben schießen. Da unten die Straße. Ja, müssen wir Feuer beenden. Jo, alles klar. Hallo, Zaun. Danke. Da unten Haben wir die hier hinter Tür ist uns? auf. Ja, hab Oder ich auch schon 21, gesehen. oder? Nein. Der war diesmal One-Shot. Also ich war da nicht drin. Oh. Aber hier war es sowieso schon relativ leer, ne? Weiß nicht, Ja. da oben das Ziegelsteingebäude, die Kneipe. Kann da einer sehen, ob die Tür auf ist? Oh, welches? Weil da außen die Richtung, wo ich gucke, die Kneipe, da oben ist Ziegelsteingebäude. Nicht Warte, links ich das guck mal mit große, Fernglas. sondern das einstöckige. Große einstöckige. Also nicht links das zweistöckige, sondern rechts auf dem Hügel, direkt hinter der Straße. Sieht offen aus, ja. Was? Wo? Ganz da hinten, das was so Am praktisch Ende auf der der Straße, Straße. ja. Einfach nur über die Straße drüber gucken. Ja, das ist zu da hinten. Wohl. Also ich finde, es sieht offen aus, Finde oder? ich auch, ja. Kann's von hier nicht so richtig sehen, ich sehe nur den Türrahmen. Ne, es sieht zu aus. Also meiner Meinung nach ist es zu. Falls wir von demselben Haus reden. Da ist eine weiße Tür und die ist zu. Ist aber eigentlich grün, glaube ich. Haus oder die Tür? Die Tür. Ja, egal. Lass mal weiter. Vielleicht reden wir von verschiedenen Häusern. Ja, gut. Das weiß ich jetzt nicht. Aber normale Häuser kontrolliere ich eigentlich sowieso nicht. Nur Polizeihäuser und. Ja, die Kneipe lohnt sich. Ja. Ja, da findet man immer mal was Interessantes. Derjenige wird uns schon gehört haben, denke ich mal. Ja. Falls. Da war da unten ist schon noch mehr Häuser. Jemand Zeug. eine Mistgabel haben? Weißt du, sowas gibt's auch? Ja. Ja, schon lange. Oh, lustig. Ich habe echt zu lange nicht mehr gespielt. War auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, da hat man. Da gab es zwei verschiedene Attacken mit. Einmal konntest du stechen und einmal schlagen. Im ersten Angriff hast du geschlagen, beim zweiten hast du gestochen. Und das Stechen hat irgendwie den Tod gemacht. Okay. Aber stimmt, die Tarnung ist schon nicht schlecht. Wenn man nicht weiß, dass du da läufst, da sieht man dich auch nicht so unglaublich gut. Orangen Unvorstellbar, aber okay. Ich glaube, er hat gerade von Nein, mir gesprochen, ich oder? meinte gerade Yubi. Ja. Achso, ich würde schon sagen. Weil du warst ja gerade noch hinter mir. Und dich sieht man nur nicht, wenn du jetzt in Richtung der Bäume läufst und ein bisschen weiter weg bist. Ja. Weil die Ja, sind vor komisch. so Orange im Hintergrund bist du unsichtbar. Ja, aber Warum davon gibt es nur? nicht so viel in der Natur. Naja, Herbstzeit schon. Ja, aber ein Daisy mit Jahreszeiten ist noch nicht so weit. Teilweise finde ich das schon. Aber hier in so einem Busch könnte er sich perfekt tarnen. Hier einfach so reinstellen und dann weg ist er. Hier gibt es alle Jahreszeiten. Guck mal, manche Bäume haben Herbst. Wir haben gar nichts. Lad mal so lange meine Waffe nach, während wir hier rennen. Ich habe nur keinen Platz mehr dafür. Können was trinken mal eben. Mann, die Pistole ist keine eigene Waffe, die kann man, muss man sich erst in die Hand ziehen, bevor man sie munitionstechnisch. Mach jetzt einen Waffennachladetag oder was? Boah, ich Nee, muss ich habe auch noch gleich. was getrunken, damit ich Platz habe und nachladen kann. So, alles klar. Mein einziges Bedürfnis ist momentan die Trockenheit, aber ansonsten.
Ja, das nervt echt ab, ne? Wenn es nur regnet. Wenn es manchmal ganz schön zu sehen, wie viel Leben ich noch habe. Oder wie viel Blut, was weiß ich. Irgendwas. Ja, die Anzeigen fehlen ein bisschen. Die gab es ja wenigstens in der Mod noch. Und? Spieler? Tot? Zombie daneben? Zombie. Kein Spieler. Da liegt noch was vor dem. Oh ja, da liegt was vor dem. Sieht aus wie ein Spieler oder ein anderer Zombie. Guck mal, der rennt zu euch. Ja, sieht aus wie ein Spieler. Hatte aber nichts dabei. Ich könnte nur sein T-Shirt mal gebrauchen. Gut, T-Shirt ist into Rex getackt. Cutted. Was macht er mit dem Equipstand hier? Ja. Es gibt ja Leute, die rennen einfach mal rein Richtung, keine Ahnung, Flugwelt zum Beispiel. Hab ich, bei dem Charakter habe ich das gemacht. Bin irgendwo mittendrin gespawnt, hatte keinen Bock zur Küste zu laufen, bin einfach irgendwo reingerannt. Bin dreimal über die Map gerannt, bis ich irgendeine Stadt gefunden habe, aber... Wo ist denn einer? Also hier liegen noch Shotgun-Munition und Dampfing zum Trinken. Warum auch immer ich das gerade einfach getrunken habe. Weil dein Inventar voll ist. Ah, das kann gut sein. Ja. Ich habe hier einzelne Munitionsstücke rumliegen, die ich eigentlich zu meinen anderen Sachen dazu packen kann. Gleich mal während wir rennen hier sortieren. Brauchen wir einen Defibrillator? Ja, im Moment nicht. Also ich habe auch noch Morphin dabei. Das soll ja angeblich auch helfen. Weil dann würde ich den wegschmeißen, der nimmt nämlich ziemlich viel Platz weg. Ich habe Painkillers, ich schieße nachher in Zeitlupe. Max Payne und so. Ja, ja stimmt, da waren die aber ein echtes Problem. Ja. Tja, ja. Sind wir schon da? Nö, die Hälfte haben wir. Find's lustig, dass die Typen nie aufs Klo müssen. Wobei es auch komisch wäre. Wenn du dich dann so alle paar Stunden irgendwo hinhocken musst. Ja, wie bei South Park. Beim Scheißen erschossen. Verdammte Scheiße. Aber echt. Musst du davor ein Loch graben? Mit deinen Händen oder mit deiner Schaufel, falls du eine findest. Ja, dann setzt du dich auf das Loch und dann stehst du auf und magischerweise ist das Loch sofort zu. Wuhu! What's up, Ryan? Oh, deine Sniper gefällt mir, also deine SKS. In schwarz. Oh, schwarz ist die schick. Schick, schick. Ich habe noch schwarzes Spray dabei, falls einer haben will. Wenn, dann würde ich meine Axt färben. Ja, dann kommt, dann mach mal eben. Ach, das geht ja auch inzwischen, ne? Mhm. Ja. Überlegt euch jetzt mitten auf der Straße. Ja. Ja, Midi, du weißt genau Bescheid. Spannung muss schon sein. Ja, yep, danke. Bitte. Ja. Schwarze Axt. Also, ich finde, so schwarz sieht die eben nicht aus, irgendwie dann eher grau. Ja, das stimmt. Sehr dürftig angesprüht. Diese ballistischen Helme, die du auch schwarz machen kannst oder schon eine schwarz findest, die sehen irgendwie immer noch recht grün aus. Kaum. Grau oder was? Geier. Wer weiß? Ich weiß nicht. Ja. Euch gegrindelt, aber ziemlich viele. Allein auf der Wiese vor unserer Haustür haben irgendwie 3 oder 4 Leute gegrillt. Naja, noch ist das Wetter ja auch glorreich dazu. Ja, stimmt, heute war ziemlich geiles Wetter. Hat mir auch temperaturmäßig ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Ja, ich musste arbeiten. Also das war nicht so. Ja. War nicht so heiß, aber es war jetzt auch nicht kalt. Also es war eigentlich genau richtig. Ja, schönes Sommerwetter. Es wird auch Zeit, dass es endlich wieder Sommer wird, ey.
Ich hab so Bock drauf. Ich find's nur erschreckend, dass das Schuljahr schon wieder zum Vorbei ist. Tja, das weiß ich nicht. Ja, ich wollte es nur mal so für alle Schüler sagen. Obwohl, wenn die Folge kommt, dann ist wahrscheinlich. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich auch nicht. Kommst du auf die Kategorie? Ja, vorhin sagtest du doch immer den Weg lang. Ja, ich würde trotzdem wissen, wo wir sind. Am Arsch. Ganz so lange im Baum. Krasnostav sind wir gleich, also auch fast Flugfeld. In Krasnostav. Achso, rennen wir doch zum Kleinen. Ja, doch. Dann können wir in meine Lieblingsstadt rennen. Da finden wir zumindest irgendwas bestimmt. Weil ich da immer was finde. Es geht gerade mehr darum, Spieler zu finden. Ah. Dann laufen wir bestimmt in die falsche Richtung. Ah, man weiß nie. Obwohl, ich wurde schon am Flugplatz von Krasnostav oft getötet, das stimmt wohl. Oh, da ist eine PI. Eine PI? Der Polizeiinspektion. Ah! Ah. Alter Nerd. Ja. Und ein Zombie, der bestimmt gerade gesehen hat. Ja. Erstmal Pistole zielen. Geh mal in die Ego-Perspektive für die Stadt. Ich dann. Jetzt haben wir noch nicht mal. Wo ist hier ein Zombie? Da oben. Ja. Wo? Ah, jetzt sehe ich auch einen Zombie. Aua. Da ist ein Zombie von hinten gekommen und hat Yubi abgeschossen. Mann, wenn ich mich immer so laggen würde, ey. Immer wenn ich in den Kampf komme. Aua. Warum hittet der mich doch? Oh, jetzt hat der andere Zombie jetzt auch gesehen. Immer wenn ich in den Kampf komme oder der Zombie mir zu nahe kommt, fange ich erstmal an zu ruckeln. Hä? Ich sehe den immer noch nicht. Ach, da hinten. Was das Zielen einfach unmöglich macht. Juppie, hinter dir. Der Schießen hat er gehört. Ja, ich kann schon wieder nicht, der schon wieder. Alter Schwede, so, ich blute, ich muss mich mal verbinden. Ja, Schießen ist leider nie so. Gut. Ich habe jetzt auch keine bloß 15 Schläge mit der Axt hier rumzurennen auf jeden einzelnen Zombie. Nee, aber Schießen ist schon das Beste, aber es lockt halt extrem viele an. Früher war es ja mit einer Feuerwachs noch richtig chillig, da konnte man einfach jeden mit einem Schlag weghitten. Aber jetzt 15, das ist ein bisschen Matsch. Bei dem Patch geht's eigentlich wieder mit den Schüssen, da lockst du nicht so viel an wie davor, wo sie das versaut haben. Ja, ich bin beim Polizeipräsidium. Obwohl ich überlege, ob ich erst in die Feuerwehrstation reinrenne und dann ins Polizeipräsidium. Oder Krankenhaus, je nachdem was es ist. Irgendjemand schießt auf mich oder hinter mir. Ja, ich weiß. Oh, hier kommt noch einer. Lauf doch mal gerade. Oben liegt eine Blaze 95 Double Rifle und irgendwie ein Zombie hier irgendwo. Ja, tot. Polizeischläger. Das haben sie aber auch ganz schön aufgemöbelt hier, ey. Ein Getränk und eine Mütze. Du guckst ja gar nicht in den wichtigsten Raum im Polizeistation rein. Doch, aber da liegt gerade gar nichts. Oh Mann, ich hab schon wieder so Frame-Downs, ey. Ich glaube, ich muss immer noch was an der Grafik machen. Die bricht echt arg ein. Rummel ruhig rum, werden wir hier abgrasen. Bücher braucht doch kein Mensch. Ich glaube, dazu komme ich gerade nicht. Box, Files, Domestikos. Noch ein Zombie. Noch ein Getränk. Ich trinke das immer gleich, kann nicht schaden. Konfigurieren. Video, Qualität. Das hatte ich schon. Rendern. Du weißt nicht, wie die Dose verschwindet, bevor man trinkt. Also während man trinkt. Hier warst du schon drin. Ja, da wo offen ist halt noch. Ja, dann guck ich mal aufs Dach. Aber da wieder Außenperspektive, sonst falle ich da runter. Ja, ne, ich muss mal ganz kurz einen Aufnahmestopp machen. Sekunde. Joho, willkommen zurück. So, sorry für die kurze Unterbrechung, aber für euch war es ja nicht mal eine Sekunde. Im Gegensatz für die anderen. Ja, wir haben Stunden gewartet. Ja. Tage, Wochen, Jahre. Ja. Bin jetzt schon fertig mit der Schule. Geil. Bist jetzt 20, ne? Im Pianohaus, ne? Im Pianohaus? Ja. Ja, ist klar. Im Pianohaus. Ja. Ja, hallo. Wo ist denn hier eins? Ich weiß gar nicht, von was ihr redet. Straße hoch. Nach der Polizei vorbei. Ja, ich bin gerade so panisch weggerannt, dass ich jetzt gerade gar keine Ahnung mehr genau habe, wo ich eigentlich bin. Was ist denn für euch ein Pianohaus? Achso, da vorne sehe ich eins.
Das mit einem Piano drin. Ja. Ah ja. Okay. Ich sehe jemanden, der rennt. Ich renne einfach hinterher. Dritte Karte, die ich heute finde, ey. Oh, da steht noch ein Zombie. Oh ja. Hab ich stehen lassen, weil der guckt mich ja nicht mal. Hallo! Ich bin geschossen worden. Da vorne ist noch jemand. Ach, das ist aber... Oh, Zombie! Oh, wenn ich anvisiere, dann... Ah! Ich krieg einen Vogel von diesem Spiel. Dass das immer so rumlaggt. Theoretisch schießt du auch ziemlich präzise dahin, wo dein Punkt ist. Ranzoomen und sowas, ne?